Der sollte mich eigentlich hier nicht erreichen. Ah, zum Glück hinterlässt er nicht noch Feuer oder irgendwie sowas. Und die Level unendlich nerviger machen. So, oh, ich bin in Reichweite von denen. Ich habe gar nicht gesehen. Ich bin fast töten. Okay. So, alle zwei Züge kommt anscheinend nur so ein Vulkanausbruch, ne? Nicht gut. So, oh mein Gott, ihr steht alle so ungünstig gerade, ne? So. Wenn sie daneben haut, ist sie tot, ne? Wer ist denn hier mit? Warten wir mal ab. Was ist das? Ne, bringt ja nichts. Ist eigentlich auch nicht so schwierig hier. Ich würde gerne aus sicherer Entfernung hier angreifen, wenn es geht. Jetzt sehen wir aus. Ja, nehme ich. Ich vorwarnen, wenn du irgendwie anschließen willst, mal wieder. Ich komme natürlich die ganze Zeit nicht mit. So, 18 Crit Chance. Alter, ist das krass. Protection. Oh, ich könnte ihn erledigen, wenn er nicht protected wäre. Gehe ich einfach hier durch. Könntest du vielleicht nicht protecten? Ja, jetzt kann ich ganz einfach ihn erledigen. Ja. Hallo, wenn er einen mit einem Schlag erledigen kann, warum nicht, ne? Wir, aber der war meiner. Au. So, ich warte noch, bis das Kapitel schwieriger wird, ne? Also ich lege es ja schon mit drauf an, ne? Aber Alter, mal wir auch von jenen die Kills zu klauen. Er mischt sich hier in jeden Kampf ein. Oh, der kriegt mehr Geschicklichkeit. Aber da gehe ich den jetzt überhaupt down. Vale, kriegst du ihn down? Okay. Irgendwie ist da gerade ein Ass kaputt gegangen. Ich will auch. Alle geil da. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank.
Ich will auch. Oh, sehr geil. So, jetzt hier. Stimmt. Ich habe mich die ganze Zeit vor dieser Situation hier gedrückt. Aber jetzt muss es ja langsam sein, ne? Hm. Alter. Ja, versuchen wir bei ihnen anzugreifen, ne? 87%, ja, warum nicht, ne? Ah! Okay. Ich war nicht eine Sekunde lang beunruhigt. Oh. War es anmaßend? Ich weiß ja nicht so. So, aber da sieht man gerade, wie nicht gut sie ist, wenn sie nicht den Tomahawk hat. Oh. Oh. Uh-huh. Versuchen wir es aber erstmal hier mit. Punschka, Punschka. So. Nein. Wer hat wohl nicht darum herumkommen? Bei denen, ja. Zack. Ich bin schon wieder abhängig von ihrer komischen Dingen hier. Das hat der Magier, kann ich nicht. So. Ja, okay. Hätte auch eine Kriegerlanze gehabt, sehe ich gerade. Und schön. Na gut, dann mach du ihn platt. Oh, wohl. Ja, zum ersten Mal hat wir einen Crit von ihr sehen. Habe ich überhaupt Schwerter gegeben? Sie kann auch Schwerter benutzen, ne? Ich überhaupt Schwerter gegeben? Ja. So, Bolger 39. Kannst du dich um ihn kümmern? Kannst du doch doppelt in sich gerade. Was 39 Schaden. Sie hat 12 Schaden. Selbst wenn sie gedoppelt wird, wird das nichts bringen. Ah, stimmt. Ist auch noch. Ah, nee. Kommt mir gar nicht bekannt vor. Weil ich komme ja sonst nicht benutze. Aber egal. Hat sowieso niemand geil. Ja, was geht? Wow. Okay. Mach immer platt. So, da ist kein Gegner mehr, von daher
macht gar keinen Unterschied. Alles, was die machen, sind mehr oder weniger nach und nach hier die Wege frei zu machen. Okay, niemand hier, alles klar. Wenn man selber schwer, da kann sie locker abwehren alles. Okay, 35. Bogenritter, du kannst lanzen? Stimmt, wir haben gar nicht solche, wir haben gar keine normalen Bogenritter, ne, weil Dings ist ja sein eigenes Ding, ja. Weil Fogado ist ja sein eigenes Ding, stimmt. So, jetzt muss ich nur noch irgendjemanden da irgendwie packen. Messen kein Schütze. Was ist mit dir? 19. Ja, da wird nicht passieren. 34. Okay, irgendjemand Heilung. Da muss jemand sie mal kurz heilen. Verdammt. Verdammt. Genau aus der Reichweite. So, was habe ich gesagt? Hier, ne? Ja. Uff. Das sind 24. Das sind, der wird mich nicht doppeln. Du hast deine Crit-Chance 14. Wie viel Glück hast du? Wird schon schief gehen, ne? Das ist ein Satz, den du niemals sagen solltest in Fire Emblem Kontext, ne? Aber so, ich war natürlich, bis jetzt wieder alles hier kaputt gemacht wird, ne? So, zwei, haben sie jetzt zwei Kampfmeister, ey? Ganz alleine. Na ja, sollen wir uns mal alle so zusammentun, ne? Mir gefällt die Szene da nicht mehr so. Die Leute alle so aufgeteilt sind. Ja. Mal gruselig. So, dann packen wir ihn in. Er dürfte halt eigentlich überleben. Oh. Ich will jetzt eigentlich noch für ihn tanzen, ne, damit er so ein paar Wertebonus bekommt, aber ja, hätte ich eigentlich vorher machen müssen dann, ne? Er wird halt überleben, ne? 34, das sind 15, ja, und klapp hier halt. Das machen wir für dich, für maximale Erfahrungsboost. Packen wir dich hier hin, damit du weniger Schaden nimmst. Ich hatte sie es braucht. Mehr Schaden aushalten. Aber ich nehme jetzt mal an, weil die da oben diese Ding, dieses Ding da operieren müssen, ne? Dass die da stehen bleiben, ne? Man kann mir nicht vorstellen. Sie müssen doch immer auf mich zukommen. Gute Korbschläge. Macht überhaupt keinen Sinn, dass die Schaden machen. Ne? Na, warte mal, der hat da irgendwas. Er hatte so ein Säckchen, so ein grünes. Der hat irgendwas zum Hinterlassen. Oh, nächstes Zug bist du weg. Im nächsten Zug, im nächsten Zug. Okay. Natürlich hast du ein. Was? War Langbogen, okay. Stimmt, das Gegner-Inventar ist auf der rechten Seite. So,
Da kommen welche, da kommen auch welche. Die sind noch schön weit entfernt. Was du? Ach ja, du hast die Göttin in der Krone. Du bist auch nicht abhauen, ne? Das ist ein ziemlich schlechter Soldat, wenn du jetzt einfach abhauen wirst, ne? So. Ich werf mal meine Axt auf dich, ne? Da sieht man mal wieder so den Unterschied, ne, zwischen so Hauptstory-Mission und irgendwie so DLC oder Paralog, ne? Also das ist schon immer so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Weil einige Sachen hier von einem abverlangen. Ach ja, er kann sich selbst heilen. Stimmt. Da kann der Oberpriester. Da wäre eigentlich voll gut, ne? So für einen Tank. Ich könnte ihn dann irgendwo hin platzieren, ne? Mit irgendwie Abwehrhaltung oder so. Der heilt dann die ganze Zeit hoch. So. Schau dir mal eine Elfenflut an, was zu 100% immer trifft. So, du, was mache ich mit dir? Du bist genau aus der Reichweite hier gerade. So, du machst mir noch nicht mal Schaden. Lassen wir dich erstmal leben für eine Sekunde. So, wer kommt hier alles? Vierte Stufe. Was glauben die eigentlich hier reißen zu können? Mal wir kann die One-Shotten. Also nicht One-Shotten, aber ganz locker mit denen aufnehmen. Warum geht der eine nicht los? Dann Protectness. War lange. Ihr habt einen Support. Ja, kann ich sonst gar nicht daran erinnern. So, wenn er mich einmal krittet, bin ich weg vom Fenster. 2, 3. Ja, klar. Okay. So. Ah, wenn du noch ein bisschen näher wärst, ne? Schnell. So. Na, da kommen sie auf uns raus. Ich wollte schon sagen. Wir sah irgendwie so aus, als würde irgendwie abhauen wollen oder so. Okay, da oben rechts sind eine ganze Menge Gegner, sehe ich gerade. Ist der eine Typ jetzt nicht auf uns losgekommen? Was? Das Ding greift doch zum am Anfang des Zugs an, ne? Ich nehme an, das Spiel nimmt an, dass ich schon irgendwie hier oben bin zu dem Zeitpunkt, ne? Da war ich so langsam spiele halt, ne?
So, ah, natürlich da wieder ein Bogenschütze. Okay, wir haben eine Idee, aber dafür muss mal Madeleine. Oh, hier muss ich auch weg. Nee, kann ich nicht machen. Ich habe geplant, sie zu nehmen, ne, und dann hier mit Verlegung Ivy von hier nach hier zu bewegen, aber dann würde ich sie genau hier in das Ding reinpacken. So. Okay, der Silberbogen wird ein bisschen mehr Schaden machen. Was ich machen kann, ist den hier versuchen. Nein. Au. Ist okay. Die ist immer noch in der Reichweite von dem, das heißt. Au. Okay, ist okay, warte. Irgendjemand hat Purativ. Ich weiß noch nicht wer. Du, ne? Irgendjemand anders auch noch, ne? Du. Steht dir gut. Okay. So kurz davor, Mann. Dann machen wir den hier. Setz da sonst nicht meine Pokertipps ein. Immer so viele. Ich habe noch mehr, als ich eigentlich brauche. So, und ich muss Madeleine mal hier eben packen. Mal hier kommt gleich eine Menge Gesöcks auf uns zu. Warum seid ihr schon wieder nicht auf mich losgegangen, ey? Habt ihr doch in Reichweite platziert, Mann. Okay. Hm, oh, stehst perfekt gerade. Jawohl. So, solange der Schütze jetzt hier nicht gleich krittet, sei es okay. So. Das ist 31% Trefferchance. Oh, da wird aber nichts. Okay, dann müssen wir ihn hier machen. Du bist uns. Du bist. Bitte. Bau von wo war noch mal in irgendeinem anderen Projekt. Bitte. Kann vielleicht von meinem englischen Kanal sein, ich weiß nicht. Aber du machst mir 15 Schaden, okay. Und er macht mir 41. Ja, wenn ich Well daneben platziere, soll das eigentlich in Ordnung sein. Nee, er wird noch mehr Sachen getroffen. War mit einer von so vielen Sachen. Hm. Wer trifft mich da? Oh, er hier. Bolganon. Den kriege ich doch bestimmt mit dem Feuer. Bleonak erledigt, ne? Was? Oh. Weil er protected wird, okay. Warum tue ich da eigentlich ein? Ich kann einfach Magier da platzieren, Mann. Ja. Ja, er nimmt 6 Schaden. Mein Gott. Hätte sogar Veil einpacken können noch. So, solange er sie nicht krittet, ne? Alles cool. Jetzt voll nicht gewohnt, so viele Charaktere zu haben. Ne? Jetzt
Stell dich mal vor, ich würde meine Klone noch einsetzen. Ah, verdammt, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, dass die das frei macht. Naja, gut gemacht. Danke. Okay. Entschuldige, was? Ein Drachen? Mit Heilstäbe? Ivy? Ja, ne. Aber sie hat eine einzigartige Klasse. Ich bin fast erledigt. Gute Strategie, Leute, ne? Ach, wen geht der jetzt los? Ja. Warte, was? Also. Ich vergesse mal, dass die computergesteuerten Gegner irgendwie brechen, irgendwie vor allem priorisieren. Ach, du bist ein Greifen, Ritter. Deswegen könnte er. Ich dachte, er wäre ein Drachen mit Heilstäbe. Oh. So, what that? Wolfsritter, cool. Ich finde die Position gerade ein bisschen nervig. Boah. Ah, 34, 56. Jetzt sehr sicher, da kann ihn one-shotten, ne? Tödlicher kleiner Junge. Bei 12. Also Level up, weil ich sehen will. Mache ich 24 Schaden. Ja, ne. Oh, die Treffer wahrscheinlich kann verlieren, ne? Eine Axt besser trifft als eine Magierin, ne? So, und jetzt muss man sich mal vorstellen, ne? Ich habe mich irgendwie so auf 10 Charaktere irgendwie schon festgelegt, ne? Und ich würde die ganze Zeit nur diese Charaktere benutzen, ne? Dann wäre hier alles noch viel einfacher. So tun die Profis vor allem im Spiel, ne? Da ist das, was einige Leute da nervig finden. Also wenn man jetzt irgendwie hier so sitzt und irgendwie, weil nicht Charaktere benutzt, die irgendwie, weil nicht ein bisschen, bei dem man ein bisschen mehr aufpassen muss, ja, wen man killen kann und wen nicht, ne? So, ich muss ihn hier erledigen. Der einzige, der mir gerade nervig werden könnte. Dieses vorsichtige Spielen. Ne? Aufpassen, wem muss man ihren Kill geben und so, ne? Einige Leute denken, das ist irgendwie nervig. So, weiß ich. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Ugh. So. Wenn ich mich nicht irre, dann würde er ja als erstes angreifen, ne? Kein Erstfolgang ungefähr. Das heißt, wenn er auf ihn losgeht, dann macht er 43 Schaden, dann macht er ihn fertig, ne? Das heißt, wir können das so machen, ne?
Also alles was irgendwie so Veteran, so vor allem dem Veteran nervig finden, so etwas extra Arbeit hier ins Training so zu investieren, ne? So, warte mal, wenn er auf mich losgeht, ne, und ich mit der Tomahawk Konter. 56. Alles okay. So, die Situation ist leicht, ne? Also dieses ganz kleine bisschen extra Arbeit, das ist halt warum was einige Leute nervig finden, ne? Deswegen tun sie sich lieber so auf eine Handvoll von Charakteren von Anfang an irgendwie konzentrieren, aber wenn man das halt macht, ne, dann raubt das irgendwie ein bisschen so, finde ich, die Herausforderung. Weil ich mich, wenn ich mich auf 10 Charaktere so konzentriert hätte über das Spiel lang, ne, dann hätte ich jetzt schon irgendwie maximierte Einheiten. Dann würde ich ja voll durchbreezen, als wäre absolut gar nichts. Ich finde, das wäre ein bisschen langweilig. Deswegen tue ich hier die ganze Zeit meine Charaktere hin und her switchen. So. Den hier. Die Situation ist ein bisschen komisch hier gerade. Und natürlich sind irgendwie Leute, die irgendwie so, die ein Spiel, wenn einige Fire Emblem Veteranen mein Spieldurchlauf sehen würden, ne, die würden einen Schlaganfall bekommen, wenn die das sehen. Aber nur, weil ich so vorsichtig und langsam spiele, ne? Und ich habe mir ja schon, nachdem ich einige Kapitel angeschaut habe, habe ich mir mal so nachgeschaut, so, ne? So auf Reddit und was weiß ich nicht alles, so die ganzen Forums da draußen, ne? Da habe ich mir mal angeguckt, so haben einige Leute diese Mission auch so einfach oder so schwierig empfunden wie ich, ne? Und einige Leute sagen dann einfach, oh, warp dich einfach dahin mit einem Charakter und mach den Boss fertig. Das ist doch voll langweilig. Warp dich einfach zum Boss hin und mach den platt, ja, um das Kapitel halt so schnell wie möglich zu erledigen, ne? Aber das ist doch voll lebensmüde. Und ja, es gibt ein paar Situationen, wo das möglich ist, ne? So im Sinne von, ja, warp einfach deinen Hauptcharakter dahin und besiegt den Boss, ne? Bei einigen Kapiteln ist das möglich, ne? Aber warum sollte man das machen? Da tut man doch voll Erfahrungspunkte aus dem Weg räumen. Man muss da vorstellen, ne? Wenn ich könnte jetzt zum Beispiel auch irgendwie warp nehmen und mich mit irgendeinem Charakter, mit irgendeinem super starken Charakter hier hin teleportieren und die beiden fertig machen, ne? Aber warum soll ich das jemals machen? Dann hast du doch ein ganzes Kapitel übersprungen, ne? Das heißt, du hast die ganzen Erfahrungspunkte, die ja umlaufen, übersprungen. Und ich weiß, ich tue es ein bisschen übertreiben, so mit meinen Erfahrungssammeln und so, ne? Aber da muss man sich auch vorstellen, es sind eine Menge Level, die einen irgendwie durch die Lappen gehen können, ne? Und dann stehst du irgendwann dann da und hast irgendwie, weiß ich nicht, mein Level sind immerhin wichtig, ne? Also jedes Level, was jeder Charakter hier bekommt, ne, sind immer ein paar Werte, ne? Und das stapelt sich an, auch irgendwie nach der Zeit, ne? Ist ja nicht so, als wären irgendwie so Level-Ups nur irgendwie so zur Schau oder so, ne? Jeder Wert, den man hier levelt, ist ja wichtig, ne? Jeder Wert, den man bekommt, ist wichtig. Letztendlich. Wenn man eine ganze Karte dann skippt, dann hat man ja diese ganzen potenziellen Level ausgelassen. Ich nehme dann immer an, so am Ende, wenn man dann irgendwie das nächste Kapitel spielt, dann ist man zu schwach, ne? Wenn man halt nicht hochgelevelt ist. Richtig. Deswegen werde ich nie verstehen, warum jemand den Tipp geben würde, so, ja, tu einfach die Level skippen.
einfach die Level skippen, ne? Teleportiere ich einfach mit deinem Charakter dahin und boom, mach den Boss platt. Ja, warum sollte man jemand machen? Das ist voll selten, nämlich. Das ist, als würdest du irgendwie Crash Bandicoot spielen oder so, ne? Und du gibst einen Cheat ein, wo du irgendwie am Ende des Levels gelandest, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast diesen Cheat erfolgreich benutzt. Jetzt bist du am Ende des Levels gelandet, ne? Da hast du halt Level doch nicht geschafft. Dann bist du nicht besser in dem Spiel geworden, dann hast du irgendwie nichts, irgendwie weiter nicht erreicht, gar nichts. Ich verstehe halt nicht. Also der Sinn davon, ne? So, ich müsste dich jetzt eigentlich erledigen, bevor du mich angreifst. Du hättest mich so getötet. Der hätte mich voll getötet, wenn er erst angegriffen ist. Er war sowas von tot gewesen. Achso. Boah, zum Glück war es schon wieder sie. Zum Glück war es der Charakter, der tanky genug ist, Einführung zu überleben. Außer, ja, habe ich mir gedacht. Ja gut, mach mal. So, was will ich als erstes machen? Will ich... Warte mal, hat irgendjemand einen Hammer? 44, 46. Hier macht niemand Schaden gegen sie. Cool. Oh, guck mal her. Ist auch eine? Nee, schade. Oh, Butcher-On. Ja, perfekt. Kann ich irgendwie abstellen? Ich habe halt schon mal nachgeguckt, ne, aber... Vor mich hat halt auch die Gegner eilt. So. Du machst nichts an Schaden. So, ich meine, ja. Ich kann eigentlich schon wieder mit ihr jetzt hier hingehen, ne? Und Dingens einsetzen. Ja, Eiks, Dingenskirchen. Mach ich jetzt auch. Aber nee. Hat der alle Nahkampfwaffen nur? Nee, du hast einen Tomahawk. Okay. Mach mal. Was man auch gerade da. Na gut. Und dann schilden wir unten, ne? Die werden jetzt gleich wieder Schaden erleiden. Also. Das hängt natürlich wieder schon alles davon ab, ne? Wie nur was jetzt losgeht, ne? Wenn ihr jetzt wieder festhält, ne, dann. Ist ja wieder eine Sache, aber so, noch mal her. Fehlt dir irgendjemand noch AP? Nein. Ja, kam ich nicht dran. Aber ja. Au. Wir sind Meisterstrategen. Au. Ich kann die wieder irgendwie sich alle hochheilen, ne? Haben so extra gemacht, ne? Und extra so viel Stäbe gegeben. Hier schön ihre eigenen Leute bombardieren können, ne, und die wieder hochheilen.
Ich will mich jetzt auch nicht schlechter, dass hier eine DLC-Einheit ist, die irgendwie alles reißt. Das hätte auch, das hätte wortwörtlich auch Louis sein können. Der hätte, ich glaube, der hätte sogar noch weniger Schaden abbekommen. Also, Entschuldige, warum doppelst du mich? Oh mein Gott. Oh, der mit der Silberaxt war das. Oh. Stimmt, ich wollte schon sagen, der hätte mir doch gar keinen Schaden machen müssen. Ich habe nicht gesehen, dass der Typ mit der Silberaxt in der Nähe war. Aber von allen Leuten gehst du auf sie los. Oh, sie hat eine Axt, die kann ich brechen. Autsch, ich bin tot. Ja, war wortwörtlich der nächste Gegner schon wieder. Ja, locker erledigt, oder? Okay. Okay. Ja, hast du davon, ne? So, oh mein Gott. Was sind das für Erfahrungspunkte, die ich hier bekomme? So. Okay. Die Situation hätte hier locker schief gehen können, ne? Warum kannst du ihn nicht einfach töten, Mann? Boah. Warum fehlt denn ja schon wieder ein Punkt? Ja, du brauchst nur einen Punkt hier, bitteschön. Gibt's da einfach nicht, ey. Ja, ich sage, dass immer so oft ein Punkt fehlt. Immer ein Punkt. Aber also wirklich, immer. So, John. 13. 3 Level bekommen. Oder? So, da ist ein Silberschwert. 35. Oh, ihr habt diesen. Ah, ihr habt diesen. Ich kann mich hinter euch teleportieren. Move. Nothing personal, kid. Ich greife dich an. Ja, ich dich auch. Okay. Ja, Geschwindigkeit. Sehr gut. So, kann ich irgendjemanden hier platzieren, bitte? Irgendwie nicht. 28. Guck mal, was hier los ist. Sie ist eigentlich auch ganz schön tanky. Ich will noch mal checken. So, oh wow, ja. Komm du mal hier hin. Was ja sonst niemand mit dem Schwert, ne? So. Boah. Warte mal hier, 36. So, du wirst mich wahrscheinlich doppeln. 36. Nee, lass mal wieder den hier. Tot. Jaha. Kein Level up. Nein. Ah, was Butcheron? Ja. Irgendwie kriegt er ja nichts so. Vom Erfahrungspunkten.
immer noch auf Level 11. Warum geht das schon wieder? So. Selber bei 36. Da, oh ja, das sehe ich gerne. 100% Treffer Chance. Ja, okay, cool. War komm unnötig, aber warum nicht, ne? Warum war das schon wieder nicht genug? So, dann muss ich dich hier parken. Oder auch nicht. Doch. Weil der macht nichts an Schaden. Ah, Madeline und Mob hier nebeneinander. Habe ich drauf geachtet. Das ist okay, ne? Weitermachen. Au. So, der Typ kommt auch langsam näher. Also der Drache. Ich glaube, ob der durchgepasst hat, ne? Ich warte nur noch, bis die beiden sich bewegen. Wir wollen wetten, die bewegen sich. Wir wollen wetten. Zweifel hat die ja stehen bleiben. Dann wäre es so einfach. Okay. 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 Nervig. Aber jetzt nicht. Das Ding ist, diese Funktion ist ehrlich gesagt mehr nervig als alles andere. Nicht so, als würde mir irgendwie hat hier alles erschweren, würde ich sagen. 23 doppelt mich noch nicht mal. Was? Ah, du bist ein flinker Schwertmeister. Ja, ich habe diese Elfenwut hier, die immer trifft. Alles, was ich machen muss, ist direkt in den Nahkampf gehen. Problem gelöst. So. Den treffe ich nicht. Wenn du magst, kannst du den ruhig kritten. Natürlich immer, wenn ich es haben will. Ne? Immer, wenn ich es haben will. Den kriege ich nicht getroffen. Ne? Ne. Ja, kann ich mal ausprobieren, ne? Eins. 28. Noch, okay. Also dieser Skill von Sigurd funktioniert. Tut nicht nur Angriffskraft erhöhen. So, entschuldige. Drei Schatten. Ja, sie hat halt viel Verteidigung, ne? Nehme ich an. Für der Trepp. Danke. Wie sieht's mit dir aus? Du kriegst wahrscheinlich voll rein. Nein. Okay. Gehen wir hier hin. Ah, diese Crit-Chance aber, ne? Ja. Passt.
Verstehe nicht, warum Zupack in der Leere sich aktiviert. Das ist nicht dieser Skill, der irgendwie mehr Schaden macht. Ah nee. Ich dachte, da wäre diese eine Fähigkeit. Ah nee, das ist ihre persönliche, ne? Ja. Diese Fähigkeit, wo sie irgendwie bald nicht mehr Schaden macht, wenn irgendwie. Wenn sie schon mal ein Ziel angegriffen hat. So, ja, komm. Uff. Wo ist Butcher und hier? Ich mit dir einige Sachen hier erledigen. Er kann bestimmt da oben den Typen erledigen. Ne? Ein Schaden schon wieder. Ein Schaden. Okay, Versuch. Das gibt's einfach nicht. Ne? Das gibt's nicht. Weil ich habe der Yonakas durchgegeben, ne? So, oh ja, vergiftet, genau. So. So. Ah, 69 AP sehe ich gerade. Das wird wahrscheinlich ruiniert, ne? Nein. So, da kommt sie da immer kurz hin, ne? Tanzt für dich. Ich habe das Gefühl, du wirst diesen einen Typen da oben fertig machen. Vielleicht auch nicht. Alter, ich habe noch nie so schlechte Kriegerechse gesehen, ne? Das ist eine Beleidigung für alle Kriegerechse in Fire Emblem. Die so wenig Schaden machen. Man kann die noch verbessern. Habe ich, glaube ich, auch bei einigen gemacht, ne? Aber meine Güte. Butcheron wütend. Oh, oh, au. Ja. Einen so einen Schlag kann ich aus. Ich wollte sagen, ich kann zwei von diesen Schlägen aushalten, aber nee, ich kann nur einen. Ich liebe diese Ingrim-Fähigkeit von Ike. Wir sehen, je mehr Crit-Schaden macht, je mehr AP sie verliert. Und wie dieser eine Skill von Radiant Dawn. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Rav heißt er auf Englisch. Ich glaube aber nicht, dass er irgendwie Zorn oder irgendwie sowas heißt. Oder Wut oder irgendwie so, irgendwie was anderes. Das ist auch ein kranker Skill. Irgendwie, wenn du irgendwie, ich glaube, unter 25% oder unter 20% HP bist, dann kriegst du plus 40 Crit Chancen. Und alles, was du da machen musst, ist einfach nur irgendeinen Charakter zu nehmen, der nicht geheilt ist. Und den irgendwie so eine Crit-Waffe geben und schon machen die irgendwie so 70, 80 kritische Treffer. Also wenn du den Schwertmeister noch gibst, ne? Schwertmeister in früheren Spielen haben so gerade nur so Crit-Chancen bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel auch der Fall ist. Ich würde mal sagen, ja, ne? Gar nicht drauf geachtet, so bei Lapis und so. Aber die haben eine Menge Crit, also vielleicht haben die irgendwie so versteckt. Da wird meistens nie angezeigt. Da wird einfach nur so. Du machst einen Charakter zum Schwertmeister. Also irgendein. Und dann auf magische Weise haben sie dann irgendwie plus 15 Crit-Chancen.
Das nächste Mal, wenn du auf deren Werten guckst. Kommen sie einfach gratis dazu. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel auch so ist. Obwohl Labs eine Menge Crit hat, also Kagetsu auch. Also nehme ich mal an, die haben den auch bekommen, diesen unsichtbaren Bonus. Berserker und Scharfschützen haben das normalerweise auch. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Butcher und nicht. Naja, wer kommt jetzt Crit von unten? Na, sein natürliches Crit, seine natürliche Crit-Chance ist nur 10. Das kann nicht sein. Der müsste dann mindestens 15 haben, ne? Außer man hat weniger. Also ja, also ne, Berserker, das ist immer die Sache. Ja, Halberdier in Radiant Dawn gab es zum Beispiel Halberdiere. Das sind mehr oder weniger so die. Weil es gibt ja immer verschiedene Einheiten, so Sachen in Sachen von, weiß ich nicht. Gibt ja Magier und was weiß ich nicht alles. Da gibt es immer irgendwie eine Klasse, die irgendwie nur, die nur eine Waffe hat. Die sind in der Regel meistens immer die schlechtesten Klassen. Sagen die Leute meistens, finde ich natürlich nicht. Ich finde das voll geil, aber so Sachen wie Schwertmeister oder so, keine Ahnung, Söldner werden zum Beispiel irgendwie zu Helden. Helden haben irgendwie Schwerter und Äxte. Und viele Leute sind immer der Meinung, dass je mehr Waffen man zur Auswahl hat, desto besser ist eine Einheit. Ne? Wenn du zum Beispiel ein Schwertmeister hast, dann. Ah, den nehme ich sofort von weg. Wenn zum Beispiel nur ein Schwertmeister ist, dann denken einige Leute immer, das ist schlecht, weil dieser, weil ein Schwertmeister kann halt nur Schwerter benutzen, ne? Dementsprechend ist dieser Charakter schlecht. Also so die Logik von einigen Veteranen feiern dem Spiel an, ne? Aber um das auszugleichen, haben die halt mehr Crit-Chance, ne? Also das ist auch was, ne? Deswegen verstehe ich irgendwie nicht diesen Hass da gegenüber. Ja, Schwertmeister, die können halt nur Schwerter benutzen, ne? Deswegen heißen ja Schwertmeister. Aber das ist ein Erzritter, ne? Ne, Rittmeister. Oh, also was ich machen muss, ist das hier eigentlich nur blockieren, ne? Ja. Und ja, einige Leute gucken sich dann irgendwie Schwertmeister an und sagen sie, oh, dieser Charakter kann nur Schwerter benutzen. Oh, schlechte Klasse, ne? Aber dafür bekommen die halt 15 mehr Crit, ne? Und wenn du irgendwie, weil nicht denen irgendwie Crit-Waffen gibt oder irgendwie sowas, dann machen die ohne Ende Crits. Das ist der Selling Point von solchen Einheiten. Und von solchen Einheiten gibt es in Radiant Dawn Dutzende. Berserker. Ich weiß gar nicht, ob es Berserker in Radiant Dawn gibt. Ich glaub, nee, gibt es gar nicht, ne? Gibt Krieger, also Krieger, so wie ihr, wie Anna. Also die können Achse, die können Echse und Bögen tragen. Wobei auch wieder einige Leute sagen, ja, bessere Einheit, ne? Weil diese Einheit kann Echse und Bögen tragen, ne? Ja, aber dafür haben Berserker plus 15 Crit-Chancen. Dann gibt es Halberdiere, das sind Lanzenkämpfer, die können nur Lanzen nutzen. Ja, aber es gibt auch Ritter, die haben mehr Verteidigung und die können, wenn sie sich weiterentwickeln, irgendwie Äxte oder Schwerter und all sowas noch tragen. Also ich würde mich, glaube ich, in so einer Fire Emblem Community gar nicht wohlfühlen. Habe ich so das Gefühl. Ja, mal schauen, ne? So, der kommt ja gar nicht durch, ne? Warum kommt der auf uns los? Der kommt ja gar nicht durch, außer die machen leicht das Ding für den kaputt. So, 42, 21. So, komm du mal hier hin. Komm du mal, warum kann ich, wenn ich nicht. Komm du mal hier hin. Also ja. Also so richtig erfahrene Fire Emblem Spieler, die gucken sich irgendwie, die haben irgendwie so vollkommen andere Sichtweisen, so Sachen Gameplay, finde ich. Ich will vielleicht mich wieder hier mit denen zusammentun, weil sobald ich nämlich hier oben bin,
dann muss ich von hier und hier angreifen, ne? Und das glaube ich nicht so gut. Also ja, schicken wir die Leute mal alle nach links unten. Ich habe jetzt nur da oben hingeschickt, weil halt die Gegner alle auf den Präsentierteller gewartet haben. Oh, Support. Das ist genau wie bei Genshin Impact. Ich bin jetzt auch nebenbei so, weiß ich nicht. Mal so gucken, wie spielt man diesen Charakter? Was für Sachen muss man ihm geben? Ich bin auch weit entfernt, das irgendwie in der Tat umzusetzen, aber... Ja, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber das ist ein Magier, alles kaputt. Da sind einige Leute auch irgendwie voll übertrieben. So, ja, du musst diesen Charakter so spielen, weil wenn du den Charakter so spielst, dann macht er alle Bosse mit irgendwie zwei Schlägen kaputt und so. Das ist, nein, du musst dieses Set spielen, weil dann kannst du mit diesem Charakter diesen einen Boss in eine Sekunde erlegen. Boah. Ja, keine Ahnung. Also wenn ich einen Boss schon irgendwie, weiß nicht, unter eine Minute ich kriege, dann finde ich jetzt das noch schnell genug. Ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie einen Boss irgendwie in 2 Sekunden erledigen. In 10 Sekunden oder was auch immer. Um dann von mir sagen zu können, oh, ich bin jetzt so gut oder so. Ne? So eine Minute kann ich noch erübrigen. Nein, aber wenn du nicht dieses Set spielst, dann machst du den Boss nicht in 10 Sekunden kaputt. Die Art, wie du spielst, ist falsch. Nein. Hm. Oh, jeder spielt, wie er will, mein Gott. Das ist ja sowieso kein Schwein. Dich kann ich einfach hier so anlocken mit dich. Wie hat er schon wieder geschafft, 4 Level zu bekommen, ey? Er war irgendwie gar nicht mein Hauptaugenmerk hier zum Leveln. So, er hat 75 HP. 75. In früheren Fire Emblem Spielen war Maximum 40. Oder 60, glaube ich. Er läuft hier mit 75 KP rum. Er ist noch nicht mal auf dem Maximum Level. So, ich wollte ja alle nach links hier packen, nach unten eigentlich. Problem ist, die werden jetzt aber immer von da und von hier kommen, ne, wahrscheinlich. So, kann ich dich nicht einfach klatschen mit, ich habe eigentlich gedacht mit Dings hier, mit dem Silberschwert, aber das geht auch. So, ich bin mir ziemlich sicher, du kommst nicht an mich ran, ne? Nö. Oh, du machst doch, du bist leicht an mich herankommen. Ha. Guck mal, ich habe aufgepasst, die machen das Ding jetzt hier nämlich kaputt. So, nur Teil ist 1, 2. Und du kannst 4 Felder weit schießen, ne? 1, 2, 3, 4. Das hier bin ich nur sicher. Solange ich nicht unter, also hier bin ich nur sicher. Solange ich nicht noch hier stehe, bin ich nicht sicher. So, ich habe gesehen, der fährt schon wieder 1 Punkt, ne? Dann bewegst du immer hier hin, dann gehst du mal hier hin. Und jetzt reicht das. Ich fange an, das Problem mit John zu sehen. Er hat viel zu wenig HP. Er hat 32 HP, das ist nicht gut. So. Boah, mach ihn fertig. Muss ich heilen. Benutzt Ivy zum Heilen hier. Zack.
Ja, eine Weile lang mal da Level 20. Nein. Ich habe eine Weile lang hier Yu-Gi-Oh! Master Duel gespielt, ne? Und ich habe ehrlich gesagt jetzt schon wieder Bock, da mal irgendwann zu spielen, ne? Und das macht mir eigentlich auch Bock, ne? Aber dann gibt es immer irgendwie so Leute, die spielen irgendwie diese voll diese übertreibenden Meta-Decks, so wie die da nennen. Also dieses, was mehr oder weniger bedeutet, die spielen irgendwie das Deck, was irgendwie gerade am stärksten ist oder so. So in der Community oder so. Und ja, weiß nicht. Dann gehst du irgendwie so online, spielst irgendwie so ranked, weil du kannst irgendwie nur ranked spielen, du kannst nicht irgendwie so normal spielen, außer wenn du irgendwie mit Freunden nur so spielst. Aber wenn du gegen so random Leute spielen willst, dann musst du immer nur ranked spielen. Dann bedeutet halt jedes Duell zählt irgendwie zu deinem Rang. Und wenn du irgendwie einen bestimmten Rang erreicht hast, dann kannst du nur noch mit Charakteren, mit Leuten mit einem ähnlichen Rang spielen, ne? Weil du kannst nicht irgendwie, kannst jetzt nicht irgendwie, weil sie so einen Platin-Rang haben oder so und dann irgendwie gegen Leute spielen, die irgendwie einen Bronze-Rang haben oder so oder wie auch immer Ranking immer war. Da besteht auch ein riesiger Unterschied. So ein Bronze-Rang-Spieler, die spielen sehr komische Decks. Manchmal überhaupt keine guten Decks, ne? Du tust sie jeden, wenn du so ein halbwegs anständiges Deck hast, dann du sei jeden kaputt hauen. Aber dann kommst du in den höheren Rängen, ne? Und dann gibt es so Leute, die spielen nur diese übertriebenen Sachen. So, ich gehe mal kurz jetzt zurück. Lass die Leute mal auf mich loskommen. Und ja, macht halt keinen Spaß. Dann siehst du irgendwie immer die gleichen drei Decks, ne? Und jeder spielt dieses verkackte Deck. Und auch Länge. Und dann sitzt du da die ganze Zeit und bist die ganze Zeit am Verlieren, ne? Oh, ich sehe schon, was ihr wieder vorhabt. Also, weiß jetzt, ist Yu-Gi-Oh, ne? Wie viele Karten gibt es mittlerweile? So über Tausende. Ich glaube, weit mehr als Tausende, ne? Also, bestimmt so Zehntausende oder so, ne? Ich glaube, weiß ich nicht, eine Menge, ne? Und da würdest du meinen, irgendwie, wenn du so online spielst, du würdest irgendwie so ein paar farbige Decks sehen, ne? So, oh, da ist ein Elementarheld-Deck, oh, da ist ein, keine Ahnung, Erzentwettler-Deck, da ist ein so ein Roid-Deck hier, so Geroid, so was weiß ich doch, was da noch alles gibt, ne? Ja, siehst du immer irgendwie die gleichen drei Decks, die jeder spielt, ne? Gehst du von jedem einzelnen auf die Fresse, dann macht da keinen Spaß, ne? Die Leute, die wollen dann alle gewinnen, ne? Weil wenn du gewinnst, kriegst du mehr Punkte, ne? Ja, ne, ich kann nicht dieses Gimmick-Deck spielen, was irgendwie voll merkwürdig ist, aber voll Spaß macht. Ja, ne, ich muss immer das beste Deck spielen, damit ich auch gegen jeden gewinnen, ne? Das ist ein bisschen lahm, ne? Danke. Mir gefällt aber allgemein das neue, das jetzige Format von Yu-Gi-Oh! Nicht, ne? Irgendwie dieses Format, wo irgendwie ich habe mal das gibt, ne? Ich mach den ja platt. Und irgendwie hier gegen jeden, wo jeder, wo das Spiel mittlerweile so schnell ist, wo irgendwie weil nicht. Du gar keine Chance mehr hast, irgendwie das Spiel zu spielen. Mir persönlich macht das nicht Spaß, also komm schon, Mann. Ich meine, weiß die Voraussetzung für jedes Spiel, ne? Weiß die Voraussetzung für jedes Spiel, dass du spielen kannst, ne? Machst du, wenn du ein Spiel nicht spielen kannst, ne? Dann sitzt du da.
Kann ich mir einen Film angucken? Ich habe noch keine einzige Karte ausgespielt, ne? Wir sind noch der erste Zug, ne? Der Gegner hat schon irgendwie 5 Monster auf dem Feld, die alle irgendwie alle Effekte irgendwie annullieren können, die ich noch spielen kann. Ich kann wirklich nichts mehr machen. Das ist langweilig. Ich habe in Master Duel Leute gesehen, die haben ihr gesamtes Deck ausgespielt. Und ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich habe mal jemanden gesehen, der hat ein Exodia Deck gespielt und der hat irgendwie sein gesamtes Deck hier durchsucht. Also, das nur noch, dass keine Karte mehr irgendwie da war, ne? Habe ich damit Exodia irgendwie erledigt. Aber ich glaube, einige Gegner sind doch irgendwie so Bots, irgendwie so irgendwie die wortwörtlich irgendwie programmiert sind, irgendwie. Irgendwie keine Ahnung. Eine bestimmte Karte manchmal spielen und so. So boah. Ja, das war langweilig. Ich spiele auch gar nicht so, so irgendwie so Typendeck, irgendwie so ein bestimmte, nennt man das Archetype. Yu-Gi-Oh! So Elementalen zum Beispiel sind zum Beispiel ein Archetype, ne? Danke. Also ja, so, du hast die falsche Person gerade gefesselt. So, wir warten natürlich jetzt hier noch, bis die Gegner ja zu Ende gespawnt sind, ne? Weil irgendwann müssen sie ja wohl aufhören, oder? Nehme ich an, ne? Uff. Komm her. Oh, komm her, Schlucki. Oh, Mann. Oh, was? Oh, die rechte Zahl ist die erste. Okay. Das ist irgendwie merkwürdig. Warum ist denn die rechte Zahl die erste Zahl? Ich abziehe. Also kommen die jetzt immer wieder hier? Kommen jetzt immer wieder die gleichen Leute? Weil da ist schon die ganze Zeit ein Axtkämpfer. Er taucht die ganze Zeit ein Axtkämpfer auf. Ist ja wohl, muss ja nicht an euch draufgehen, ne? Ich hoffe mal nicht. So, dich würde ich mal gern erledigen, ne? Oh, Gott sei Dank. Fangen wir dich mal hier hin. Okay, solange ich hier Leute hinpacke, die eigentlich was aushalten, ne? Na, ist okay. So, willst du auf mich loskommen? Okay, aber diesmal mache ich ihn ja. Abwaltung 26. Ja. Na. Spiel ich noch gerade so. So gerade über irgendwas zu reden, weil ich finde gerade, ist nicht so gerade interessant, was ich hier mache. Ich warte jetzt ja eigentlich nur noch, bis die Gegner ausgedünnt sind, damit ich nach vorpreschen kann. Oh, jo, was geht? Ich treffe mich mit 29%. Natürlich könnte ich mit 17%. Spielen nebenbei und noch dieses andere Spiel, was hier auch von den Machern von Genshin Impact ist. Ja, oh Gott, okay. Ja, ich vergesse jetzt meinen Namen. Honkai Star Rail. Das macht mir ehrlich gesagt mehr Bock als Genshin, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so ein rundenbasiertes Rollenspiel, so wie Persona oder Dragon Quest. Da macht mir eine ganze Ecke mehr Spaß, das Kampfsystem. Außerdem fühle ich mich da nicht so zu unterpowered irgendwie. So,
Monster. Hey, was geht? Na. Warum ist er so gut auf Treffen auf einmal? Ehrgeiziger Helfer macht das. Wenn sich keine Einheit im Umfeld von einem Feld zu einem oder ihren KLC Treffer bis 20. Ah, deswegen trifft er die ganze Zeit wie blöde. Ja, schon die ganze Zeit Gefahr. Warum schaffen er die ganze Zeit mit seiner legendären Waffe zu treffen? Luis hat damit voll Probleme. Oh, warte mal. Oh, oh. Ist da noch einer mit einfrieren? Nee, da ist der gleiche, oder? Nee. Doch. Hat einfrieren nur drei, ich weiß es nicht. Kommen die unendlich? Ich habe Sorge für die kommen unendlich. So, ich kann nicht mehr hier rausbewegen. Na, wir beiden Partylöwen. Na, du hast eine Lanz, aber du wirst wahrscheinlich nicht auf ihn losgehen, ne? Aber ja, okay, Star Rail, da werde ich jetzt nicht streamen oder aufnehmen oder irgendwie sowas. Ich werde irgendwie genießen. Nicht, dass ich beim Streamen das Spiel nicht genießen würde, aber ich muss auch was für mich haben, so, ne? Das ist immer ein Problem, wenn irgendwie so, wenn irgendwie so oft irgendwie am Stream oder Let's Play ist oder so, ne? Du denkst immer sofort so, oh, was könnte ein gutes Spiel sein, ne? Wenn ich dieses Spiel spiele, dann kann ich auch direkt streamen, ne? Und es wird ja verschwendet, ne? Das Spiel tue ich so oder so spielen, ne? Da kann ich mich auch gleich aufnehmen, ne? Das ist immer so meine, das ist immer so meine Devise, so, so. Ich meine, das Spiel spiele ich sowieso, also da kann ich mich auch direkt aufnehmen, ne? Das ist so meine Logik, so von, also, was Videospiele angeht. Den tue ich voll selten irgendwie so was spielen, weil ich irgendwie, also die meisten Spiele, die ich hier gerade am zocken bin, ne, das sind auch die einzigen, die ich spiele, ne, also Fire Emblem hier, Genshin und jetzt hier Honkai Star Rail, also das sind die einzigen Spiele, die ich ehrlich gesagt spiele gerade, was eine Menge Spiele sind, ne, aber ja, ich bin halt eine Person, ich brauche auch ein bisschen Abwechslung, ich kann nicht irgendwie ein Jahr lang oder zwei, drei Jahre lang irgendwie das gleiche Spiel immer spielen, da werde ich irgendwie irre. So ein ganz kleines bisschen Abwechslung brauche ich. So, der steht da richtig gut gerade. Ich komme da nicht. Oh, warte mal, ich kann doch einfach. Ich möchte einfach hier nach dem Angriff rausbewegen, Mann. Aber Honkai Star Rail, da tue ich ja auch irgendwie nur so meine täglichen Sachen spielen, ja, meine täglichen Sachen, meine ja, Ressourcen verbrauchen, ne, und dann war es halt auch. Hm. Warte, ich habe eine Idee, wo ist sie? Ja. Ah, fast. Ich habe geplant, ihn zu töten, ne? Ja, warte mal, kann ich auch. So, Feuer wird ihn nicht töten. Ja, tun wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Lass die Gegner ehrlich gesagt kommen, ne? Das ist gutes Training ja gerade. Die Charaktere sind ja alle voll hoch gelevelt jetzt. Meine vier Winde, mit dem mache ich sowieso wahrscheinlich Pause, ne? Sobald ich ja Gris und Saphir erledigt habe, ne? Weil die habe ich. Der einzige Grund, warum ich jetzt meine DLC-Charakter die ganze Zeit benutzt habe, wie ein Irrer, ist ja nur, damit ich die für dieses Kapitel ja benutzen konnte, ne? Weil ich ja wusste, dass Gris und Saphir in diesem Kapitel vorkommen, weil das Kapitel heißt die vier Bluthunde, ne? Also war ein bisschen offensichtlich, ne? So, beim nächsten Mal werde ich jetzt nicht alle deployen. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein paar Gespräche und so sehen, ne? Weil es so thematisch passt, ne? Beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich Mars Nebenquest. Von daher bauen die jetzt nicht unbedingt mit von der Partie sein. Wen triffst du da gerade? Ach so, ja.
Anstatt jemanden einzufrieren, gehst du lieber auf den los. So. Die werden nicht aufhören zu kommen, ne? Okay, ist aber okay, weil wir können uns gleich näher dahin bewegen.